Hallo, willkommen bei The Nosy Rosie. Hier ist die Jen. Und heute habe ich ein etwas ernsteres Thema. Und zwar wissen wir ja alle, ein Coming Out ist nicht einfach. Oft ringen wir lange Zeit, Wochen, sogar Jahre mit uns, wissen nicht, wie wir unserer Umgebung mitteilen sollen, dass wir lesbisch sind. Und es ist einfach schwer. Es ist einfach, ich denke mal, in 80% oder 90% der Fällen eine echt schwere Sache und gar nicht so einfach. Und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht wäre es ja ganz nützlich und sinnvoll, eine kleine Coming-out-Hilfe zu haben. Also ich konnte mir vorstellen, dass wenn ich sowas damals vor 7 Jahren, oh Gott, so lange ist das schon her, gehabt hätte, ich hätte da sicherlich drauf zurückgegriffen. Deswegen gibt es nämlich auch heute 2 Videos von mir. Dieses hier, in dem ich euch jetzt gerade erkläre, um was es geht oder was es eigentlich soll. Und dann gibt es gleich noch ein 2. Video. Und dieses Video soll einfach eine kleine Hilfe sein, die ihr benutzen könnt, um eurer Verwandtschaft, also Eltern, Schwestern, Brüder, whatever, oder Freunden oder wem auch immer, mitzuteilen, hey du, ich bin lesbisch oder ich bin schwul oder bi. Ja, dieses Video wird ganz gezielt einfach an irgendeine Person gerichtet sein und ihr könnt dieses Video nehmen und verlinken, mailen, jemanden sonst wie darauf aufmerksam machen. Von mir aus könnt ihr das Video auch runterladen und es auf einem USB-Stick oder auf CD oder gebrannt irgendwie verschicken, um einfach, wenn ihr auch dieses Problem habt und euch das einfach nicht über die Lippen gehen will oder ihr einfach nicht so viel Mut zusammenfassen könnt, dann könnt ihr dieses Video nehmen und einfach diesen ersten Schritt machen. Denn in diesem Video kommt einfach die Botschaft rüber, hey du, jemand möchte dir was sagen, die Person, die das geschickt hat, ist lesbisch oder schwul oder bi. Ja, also ich hoffe einfach, dass das auch so eingenommen wird und dass manche das auch benutzen, von den jüngeren Mädels vielleicht oder auch ältere. Ich meine, nicht jeder kommt in seinen frühen Jahren auf die Idee, dass er vielleicht lesbisch ist, sondern natürlich gibt es auch welche, die ja später erst merken. Und ja, deswegen hoffe ich einfach, dass ich euch damit vielleicht ein bisschen helfen kann, dass ihr einfach nur diesen Klick machen müsst, um es über die Lippen zu bekommen, sozusagen, weil face-to-face ist es echt schwer, auch eine E-Mail schreiben ist schwer und so könnt ihr einfach den Link verschicken und so den ersten Schritt tun. Ja, ich hoffe, es gefällt euch, wie immer, schreibt Kommentare, vor allem schreibt auch auf jeden Fall Kommentare, wenn ihr es wirklich genutzt habt und ob es funktioniert hat. Favorisiert, gebt einen Daumen hoch und natürlich abonnieren nicht vergessen. Ja, und jetzt viel Spaß mit dem anderen Video. Bis dann, die Jen!